herzlich willkommen zu der nächsten Folge, neuen Folge, einer weiteren Folge Far Cry 4. Nach der etwas explosiveren Verabschiedung vom letzten Mal werden wir jetzt hier fortsetzen, wo wir letztes Mal schon anfangen wollten. Und zwar mit der Mission Fashion Week in Kyrat. Schauen wir mal, wer hier so wohnt. Hallo? Oh, also stimmt das Gerücht. Herein, herein, herein. Wie soll ich dich nennen? AJ oder Adonis? Besinnliche Augen. Zielstrebiges Kinn. Die Kleider sind eher Heilsarmee als goldener Pfad. Aber damit kann ich arbeiten. Wer bist du? Ich bin Mumu Chiffon, Schneider und Hofausstatter auf Geheiß des Königs von Kyrat, seiner Hoheit Pagan Min. Aber er nennt mich ruhig Mr. Chiffon. Hocherfreut. Du arbeitest für Min? Ja, früher. Ich hatte einen Streit mit dem König. Er wollte mich töten und nun verstecke ich mich. Ach, Schnee von gestern. Blicken wir nach vorne. Bald ist Kyrat Fashion Week. Und wir könnten einander helfen. Du brauchst Accessoires und ich ein Modell. Ich mache dich zum Mittelpunkt meiner neuen Kollektion. Ich nenne sie Krieg Couture. Und du willst, dass ich das Zeug anziehe? Das? Das waren nur Experimente. Nein. Nur das Allerbeste für den verlorenen Sohn. Ich habe viele Jahre an einer Pariser Schule für rationelles Modedesign verbracht. Kleidung muss praktisch sein, erst dann elegant. Die Form folgt der Funktion. Arme hoch. Du wirst mir exotische Materialien beschaffen. Pelze. Häute. Feder. Um deine rohe und animalische Seite hervorzuheben. Ich schicke dir die Designs und die Fundorte. Ich hoffe, du bist an der Nähmaschine so geschickt wie am Maschinengewehr. Denn gemeinsam machen wir dich grimmig. Nun, steh nicht nur rum. Die Zeit rennt. Komm zurück, wenn du meine Kreation fertig hast. Okay. Ah, Fashion Week. Jagdaufgaben für seltene Tiere sind jetzt verfügbar. Schauen wir mal auf die Karte. Also, hier im Dorf haben wir direkt was. Gehen wir da mal hin. Hier in dem Gebiet gab es ein Miezekätzchen, was ich gerne noch töten würde. Aber offensichtlich ist gerade keins vor Ort. Was ist da gelaufen? War das der andere Ich höre die Katze. Ah, Controller fast leer. Ah, das ging schnell. Ein Glück. Die brauchen wir nämlich für unseren Köcher. Ich schließe kurz meinen Controller an. Ich habe das Cover ein Glück hier liegen, direkt vor mir. So. Weiter kann's gehen. Kätzchen gehäutet. Kätzchen hat den getötet. Nehmen wir die Inhalte auch noch mit. So, und beweisen wir uns mal eine Nähmaschine und verbessern unseren Köcher. 20 Pfeile. Na, jetzt brauchen wir Dachszeug. Aber das ist wichtiger erstmal für das da oben.
für den Waffenbund, dass wir 4 Waffen mitnehmen können. Was Partymission, blinken auf und verschwinden. Schweine. Ich dachte, ich habe von Munition gekauft. Gib mir meinen Bogen wieder. So, gehen wir kurz hier vorne rein und holen nochmal neue Munition. Kommen wir gerade ins nächste Auto mit bösen Männern. Kaufen, anpassen. Munition. Ach, die kauft er nicht automatisch. Wahrscheinlich, weil sie so teuer sind. Das voll. Alles voll, oder? Ja. Einzigartig haben wir die Waffe hier freigeschaltet mit der Mission in der letzten Episode. Sonst gab es, glaube ich, nichts Neues. Kyra soll dich sehen. Ja, dir helfen wir auch demnächst bei deiner Mission. Aber erstmal wollen wir hier schauen, was es hier mit der Jagdaufgabe auf sich hat. Mr. Chiffon, ich habe ein Design gefunden. Ist das so eine Art gepanzertes Hippeck? Schön, dass es dir gefällt. Es besteht aus Tigerfisch. Ich habe das Gefühl, als würden Schuppen dieses Jahr ein großes Comeback feiern. Eigentlich bin ich sogar sicher. Ich habe einen Fischer angeheuert, einen speziellen Teil des Flusses zu bewachen, damit uns niemand zuvorkommt. Du kannst mir später danken. Danke, Schätze. Gern geschehen. Er sollte alles haben, was du für deinen Angelausflug brauchst. Ein Bot, eine Kühlbox für Shangri-Lager und so viel Sprengstoff, wie du dir nur wünschen kannst. Sei grimmig, AJ. Da oben ist er, okay. So, nochmal zu diesen coolen Modetypen. Der hat geschielt, oder? Habt ihr auch gesehen? Oder irre ich mich da jetzt vollkommen? Okay, wir angeln mit Sprengstoff und unserem fliegenden Wohnzimmersessel und einem Granatenwerfer. Können wir das nicht mit denen tauschen? Ja. Na klar, schmeißt die Kiste ins Wasser. Yeah, das war ja cool. Okay, das war nicht das seltene Tier, was wir da... Na kacke. Die jetzt auch noch. Boah, siehst du scheiße böse aus. Gut, wieder hoch. Was hat er denn da für ein... Was ist das denn? Raketenwerfer?